8 Wettbewerbe in 8 Monaten. Nun kommt es zum großen Finale für alle Auflageschützinnen und Schützen in der Walter Arena. Seit 2022 gibt es eine Rangliste Auflage. Und diese ist mittlerweile so beliebt, dass auch viele Vereine, die nicht Mitglied im Schützenverband Berlin-Brandenburg sind, an den Wettbewerben teilnehmen. Schützinnen und Schützen kommen dafür extra aus anderen Bundesländern in die Hauptstadt. Denn das Besondere an der Rangliste ist, dass man immer andere Bedingungen vorfindet, dass man sich auf nichts vorbereiten kann und dass es wirklich eine Herausforderung ist, weil man kennt die Stände nicht. Und ja, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, wir fahren nach Berlin, wir schießen da die Rangliste mit. Im Februar begann alles bei der Schützengilde Tegel Süd. Beim PSV Olympia wird nun das letzte Ranglistenturnier des Jahres ausgerichtet. Ziel ist es, möglichst viel Erfahrung auf vielen verschiedenen Schießständen zu sammeln. Training unter Wettkampfbedingungen. Der Wettkampf an sich ist aber immer identisch. 30 Schuss in 45 Minuten. Die besten 5 Wettkampfergebnisse ergeben das Gesamtergebnis. Die besten 8 Schützinnen und Schützen erreichen das Finale. Und da werden die Karten noch einmal neu gemischt. Und im Finale fangen die 8 Personen oder Schützinnen und Schützen noch mal ganz von vorne an, bei 0. Und es wird unter diesen 8 noch mal der Beste ausgeschossen. Und es hat seine eigenen Regeln. Zunächst werden 2 Fünfer-Serien geschossen, danach kommt es zu 2 Einzelschüssen. Nach 12 Schuss scheidet der erste Schütze aus, der nächste nach 14 Schuss. Und so geht es weiter, bis nach 24 Schuss ein Sieger oder eine Siegerin feststeht. Das Finale ist natürlich immer so ein Nervenkitzel und das ist schon ein tolles Gefühl, beim Ranglistenschießen dann auch im Finale mitzustehen und im Finale sich mit den richtig tollen Profis messen zu können. Und in diesem Jahr könnte es kaum spannender sein. Nur wenige Zehntel bringen die Entscheidung mit dem Luftgewehr. Bernd Repsch setzt sich knapp mit 0,3 Ringen Vorsprung gegen Ilona Schauhoff durch. Mit der Luftpistole gewinnt auch im 3. Jahr in Folge Bernd Rahn. Sein Finalgegner Dieter Bremer hat es im letzten Durchgang aber noch einmal spannend gemacht. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich das schon mal mit Bernd zusammen gemacht. Da war ich auch Zweiter, Bernd Erster. Aber diesmal war es noch ein bisschen knapper. Ich glaube, die letzten 3 Schüsse waren 2 Neunen dabei. Hätte vielleicht noch zum Ersten gereicht. Aber ich bin sehr zufrieden. Also ich kann nicht meckern. Eine komplette Übersicht mit allen Ergebnissen findet ihr auf der Webseite vom Schützenverband Berlin-Brandenburg. Für dieses Jahr ist die Rangliste zwar beendet, aber auch im nächsten Jahr wird es wieder 8 Wettbewerbe in 8 Monaten geben. Den Start macht im Februar 2025, wie gewohnt, die Schützengilde Tegel Süd.